Ein herzliches Willkommen zu einer Premiere auf meinem Kanal, und zwar SimRail. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Ihr seht, was hier, dies ist das, also das Menü. Ihr seht ja, Triebfahrzeugführer. Es ist Samstag, der 21. Januar, 14:12 Uhr. Das stimmt sogar auf die Sekunde genau. Dann gibt es hier den Editor, was ganz Neues und was ganz positiv angenommen wird, ist der Multiplayer-Modus. Da kümmern wir uns in den späteren Folgen noch drum. Es gibt das Heizhaus und natürlich die Einstellung. Da habe ich mich jetzt gerade schon so ein bisschen umgesehen. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Spiel als Triebfahrzeugführer. Das Spiel befindet sich in Early Access-Modus. Also es wird also noch aufgebaut. Das Ganze findet statt in Polen und Umgebung. Und ich würde sagen, wir nehmen mal hier dieses Katowice Richtung Warschau. Würde ich sagen, und gehen da mal drauf, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Weiter. Hier können wir einige Tutorials auswählen und die Fahrzeuge uns wählen. Ich würde sagen, wir nehmen hier mal so ein ED250 Passagierzug. Dauer des Szenarios 3. Das dauert hoffentlich nur 3 Minuten und nicht 3 Stunden. Drei Stunden? Das kann ja wohl nicht wahr sein. 1 Stunde 10. Holla, ey. Passagierzüge. Ja, wir wählen das einfach mal, würde ich sagen. Wir können ja immer noch abbrechen. 3 Stunden kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Gehen wir mal auf Spielen und dann schauen wir mal, ob wir damit überhaupt. Ah ja. Wussten Sie, die meisten Schienenfahrzeuge verwenden Räder, welche aus zwei Komponenten bestehen. Einmal der Radkörper, welcher den Mittelteil des Rades darstellt, und als zweites den Radreifen, welcher primär für das Einsparen der Kosten sowie Laufdämmung eingesetzt wird. Das Verschieben der Radreifen am Radkörper wird durch Farbstreifen angezeigt. Sollten diese nicht in einer Linie verlaufen, muss der Radreifen ersetzt werden. Also ich finde, das sind sehr nützliche Informationen und diese einem so ein bisschen den Lade. So. Also ich muss sagen, die Ladezeiten hier dauern noch ein bisschen länger. So. Um Gottes Willen. Heute fahren Sie einen Personenzug von Katowice nach Warschau. Beginnen wir zuerst mit dem Prüfen des Zugfunks und dem Aufbau. Ja. Dann würde ich sagen, müssen wir hier wahrscheinlich erstmal in den Zug rein. Wie auch immer. Wie läuft man denn? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon einen Schritt weiter. Ah ja. Also E. S ist zurücklaufen. A ist seitlich. Ja, das springen kann er also auch. Gut. Möchte aber gerne mal zu dem Zug laufen. Das wäre jetzt mal eine Idee, dass ich da irgendwie hinlaufen kann, weil, ja. Ah, also W ist vorwärts bewegen. Wie macht man denn die Tür los? Leertaste springen. Tja. Ah, es gibt's doch nicht. Man muss eben in den Zug reinkommen. Mann, 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 das ist wirklich nicht einfach, das sage ich euch gleich mal. Das ist,
Also das ist doch... Doch irgendwie in den Zug reinkommen, die Türen öffnen. Gibt's doch nicht. Ah, jetzt sitze ich jetzt drin oder wie? Ah, dann machen wir es so. Ja. Mit Kuppeln brauchen wir nicht. PZB. Wachsamkeitstaster. Fahrhebel. Fahrpult dimmen. Fernlicht braucht man nicht. Spannungswähler, das lassen wir einfach mal so. Führerstand aktivieren. Der sagte doch irgendwas von dem Zugfunk. Landen, einfahren, ausfahren, Führerstandspultbeleuchtung. Es ist wirklich, ja. Wisst ihr was? Führerstand aktivieren C, Batterie B, Hauptschalter M. Okay, dann machen wir mal C. Also, tut sich leider überhaupt nichts. Da machen wir Folgendes. Gucken wir uns doch das Tutorial an. Gehen wir mal zum Hauptmenü. Schauen wir uns mal das Tutorial an. So, da steht der gleiche Text. Könnt ihr euch das gerne noch mal durchlesen? Ich für meinen Teil brauche es nicht mehr. Warten jetzt mal darauf, dass es hier beginnt.
Heute werden wir den Passagierzug 4665 im Abschnitt hier letztlich. So. Klicken Sie auf den Sessel oder drücken Sie E, um aufzustehen. So, das haben wir getan. First we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Genau. Meint ihr diese hier? Was denn? Wo denn? First we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Wenn ich mal wüsste wo, dann wäre ich einen Schritt weiter. First we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Gehen Sie zum Fahrzeug und öffnen Sie die Abdeckung. Nächste Türen. Gibt's doch nicht. Wisst ihr, wo ich hin muss? First we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Die kann das nicht sein. Es muss hier dran sein irgendwo. First we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Boah, ey Leute, wisst ihr wo ich... Das gibt's nicht.
Also da ja hier keine Türen sind. Es muss ja hier irgendwo First sein. First we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Ey, das gibt's doch nicht, ja. Ich weiß nicht. Nein. First we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Boah, wie ging der denn noch mal zurück? Mein Gott. Ey, das ist wirklich die Steuerung, ne? Das ist wirklich, also gewöhnungsbedürftig. Welche Abdeckung? Meint ihr jetzt von außen, von innen? Great. Now switch on Aha, the button. Ah, endlich. Meine Güte. Nun, großartig. Nun schalten Sie bitte die Batterie über den Batteriehauptschalter ein. Schließen danach die Abdeckung. It's time to enter the cabin. Use the one key or press on the door to enter the passenger section. Ja, wir machen das Now, so. Turn on the radio telephone. It will allow you to communicate with the dispatcher during the entire journey. Kommunikation ist das A und O. Schalten Sie bitte das Zugfunkgerät ein. Dies ist wichtig, um während der Fahrt mit dem Fahrdienstleiter zu kommunizieren zu können. Ja, wo ist jetzt, ist das da unten wahrscheinlich? Funk deaktivieren. Activate the cabin by turning the switch clockwise to the first position. Drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn auf die erste Raste, damit der Führerstand aktiviert wird. Welchen Schalter? Ach, den da wahrscheinlich. Bin der da so. Ja, wieder eine Fuchs. Mach dir nicht.
Macht er nicht. Es ist echt. Mal eben schauen. Fahrplan anzeigen, Führerstand aktivieren, C. Ihr seht es auch, ne? Batterie ist B, Führerstand aktivieren ist C. Mach dir nicht. Ah, Leute. Ne, das war's. Das war's. Er macht's nicht. Also, sorry Leute, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie, wann, wo. Ich versuche alles, ihr seht's, aber... Er macht es nicht, es lässt sich nicht bewegen. Egal was ich tue, es macht einfach nichts. Controller funktioniert überhaupt nicht. Das jetzt. Nee, also tut mir leid, aber ihr könnt mir gerne schreiben in den Kommentaren, wie ich den Führerstand aktiviere. Für mich endet das hier. Vielleicht habt ihr einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie das hier, wie das Spiel so ist. Ich bin leider gerade mit meinem Latein am Ende. Ihr könnt mir sehr gerne helfen. Ich werde es noch mal ein paar Mal probieren, ohne euch, wenn ich es nicht hinkriege. Keine Ahnung. Es lässt sich einfach nicht drehen. Tut mir leid. Ich hätte euch gerne mehr gezeigt, aber leider, It's time to enter the cabin. Use the one key or press on the door to enter the passenger section. Leider wird das hier im Moment nicht zu funktionieren wissen. Ich kann noch ein paar Außenstellen hier zeigen, aber das ändert nichts an dem Problem selber. Activate the cabin by turning the switch clockwise to the first position. It's time to enter the cabin. Use the one key or press on the door to enter the passenger section. Mal ein kleines Foto. So. Activate the cabin by turning the switch clockwise to the first position. Es tut sich leider überhaupt nichts.
Ich weiß nicht, wie man den Schalter dreht. Tut mir leid. Activate the cabin by turning the switch clockwise to the first position. Sorry, weiß ich nicht. Tut mir leid. Das war's erstmal mit dem Spiel. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie man hier weitermacht. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Ich habe Bock auf das Spiel. Mich interessiert es. Ich muss nur wissen, wie das hier vonstatten geht. Helft mir gerne. Bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Dennis Peters. Macht's gut. Und Tschüss.